Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Wir fasten schon seit einer Woche und ich wollte euch zwischendurch mal ganz kurz erzählen, wie Ramadan eigentlich läuft, wie man sich dafür vorbereitet und wie Ramadan festgefeiert wird. In der Türkei ist das ja so, dass jeder Haushalt sich schon mal für den Ramadan vorbereitet. Es werden die Vorbereitungen gemacht, indem die Nachbarn sich sammeln und für jedes Haushalt dann so Nudeln machen und Lavaschbrot backen und trockenlegen. Weil Lavaschbrot wird ja einfach gebacken und dann übereinander gelegt. Die sind dann ja trocken und morgens wird dann daraus Börek gemacht. Das ist eigentlich sehr, sehr lecker. Das Rezept werde ich euch auch mal zeigen, weil morgens hat man ja keine Zeit, jetzt großartig etwas vorzubereiten. Und Ofen anmachen geht ja gar nicht. Früher gab es ja auch überhaupt keinen Ofen. Da musste man erstmal mit Holz den Ofen anmachen. Und das hätte alles zu lange gedauert. Und deswegen haben sie sich dann das einfallen lassen mit dem Lavaschbrot. Und Lavaschbrot ist ja trocken. Dann wird jedes Teil ein bisschen mit Wasser angefeuchtet. Dazwischen kommt dann entweder Schafskäse oder Hackfleischfüllung und das wird dann in einer beschichteten Pfanne von beiden Seiten einfach gebacken. Ist ganz einfach und schmeckt super, super lecker. Dann wird auch noch Nudeln vorbereitet. Das sind hausgemachte Nudeln. Da wird auch der Teig schön ausgerollt und erstmal ein bisschen getrocknet, dann übereinander gelegt, sodass dann 7-8 Blätter übereinander liegen und dann werden so Streifen geschnitten und dann in ganz dünne Scheiben geschnitten. Und dann wird das ausgetrocknet und das kann man dann auch morgens mit Reis vorbereiten. Das ist auch wirklich ein ganz, ganz leckeres Rezept, was ich euch unbedingt mal zeigen möchte. Ramadan läuft dann so ab, wie gesagt, jedes Haushalt bereitet sich hier erstmal für sich vor, aber alle Nachbarn sammeln sich. Also heute wird dann für die Nachbarn, morgen für die nächste Nachbarn und übermorgen für mich gemacht. Diese gemeinsame Arbeit ist eigentlich sehr, sehr schön. So ist man nicht alleine, schafft mehr und macht auch viel Spaß. Das ist auch wirklich sehr, sehr lustig, wenn 10, 20 Frauen auf einmal zusammensitzen und Nudeln schneiden oder einfach Lavaschbrot backen. Da hat man überhaupt keine Langeweile. Das ist ja so wie schon fest. Dann steht ja jeder morgens auf, um zu essen, damit man auch fasten kann. In der Türkei ist das ja so, dass morgens dann immer ein Mann mit einem Trommel rumläuft und alle Leute aufweckt. Das läuft dann den ganzen Ramadan durch. Also er kommt jeden Morgen und trommelt und dann hat er seine Gedichte und seine Lieder, die er selber erstellt hat und das ist wirklich sehr, sehr schön und dann steht man auf, man braucht keine Uhr einzustellen, man wird automatisch aufgeweckt. Abends läuft er dann nochmal durch, dass man essen kann, aber heutzutage ist das ja ein bisschen moderner geworden. Ihr fragt euch bestimmt ja, wieso macht denn ein Mann sich Mühe mit einem Trommel jeden Morgen umzulaufen oder jeden Abend hat er keine Arbeit. Doch, das ist seine Arbeit, weil er macht das den ganzen Monat lang. Die Nachbarn kennen ihn schon, alle Leute kennen ihn. Und wenn Ramadanfest gefeiert wird, dann ist er morgens nochmal da und klingelt bei jeder Tür mit seinem Gedicht, mit seinem schönes Lied. Von wegen, Ramadanfest ist da, ich habe für euch den ganzen Monat gesungen und möchte belohnt werden. Solche Gedichte denkt er sich aus. Dann gibt jeder etwas Geld für ihn, sodass er dann sein Geld schon für einen Monat gesammelt hat. Also wie ich klein war, wollte ich unbedingt fasten. Ich bin dann immer aufgestanden, weil ich ja die Trommel gehört habe. Und meine Mutter wollte mich immer wieder ins Bett stecken, weil ich klein war, hat sie gesagt, nee, du kannst nicht fasten, das hältst du nicht aus. Aber das war für mich so ein schönes Erlebnis, einfach mitessen zu dürfen und zu fasten. Sie hatte dann immer gesagt, du kannst bis Mittag fasten, du bist noch so klein und Gott verzeiht dir das. Und ich habe dann auch nur bis Mittag durchgehalten, aber trotzdem war das für mich ein schönes Erlebnis.
Und ich habe dann immer gedacht, wie ich klein war, die ganze Welt fastet mit uns und die ganze Welt ist mit uns zusammen. Du weißt ganz genau, dass jeder um diese Uhrzeit mit dir ist. Und eine Stunde oder zwei Stunden vor dem Essen werden ja die Vorbereitungen gemacht und dann riechst du nur noch Essen von allen Seiten. Jeder Nachbar kocht dir irgendetwas, dann bekommt man wirklich Appetit auf alles. Auf einmal riechst du Frikadellen, dann Fisch, dann Kartoffeln, die ganzen Düfte kommen einfach überall her. Das kann ich immer noch nicht vergessen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und ich bin echt froh, dass ich in der Türkei geboren bin und beide Kulturen erlebe und beide Kulturen kenne. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und in dem Ramadan-Monat wird dann der ganze Koran gelesen. Das heißt, die Nachbarn versammeln sich von morgens bis mittags. Also es sind ja meistens Frauen, die nicht arbeiten. Und sie sammeln sich dann morgens immer und lesen dann vom dem Koran bestimmte Seiten. So, dass sie den ganzen Koran innerhalb eines Monats dann durchgelesen haben. Und abends, wenn man dann Fastenbruch gemacht hat und gegessen hat, wird natürlich auch gebeten und dann nochmal zur Moschee gegangen. Meistens ist das so, dass man sich dann nochmal zum Beten in der Moschee sammelt und da sieht man dann auch alle Leute und alle Nachbarn, Verwandten. Das ist wirklich auch sehr, sehr schön. Ein Monat lang wird jeden Morgen Koran gelesen und abends dann nochmal in der Moschee versammelt und es ist ein gemeinsames Fest und ein gemeinsames Beten. Ich zeige euch ja in letzter Zeit mehr Suppenrezepte und leichte Sachen, weil im Ramadan als Vorspeise unbedingt eine Suppe gegessen werden muss. Weil man hat dann Appetit drauf. Denn man hat den ganzen Tag nichts gegessen, dann möchte man irgendetwas Warmes haben. Also man kann da nicht gleich mit einer Mahlzeit anfangen, dann fängt man sofort mit einer Suppe an. Und deswegen zeige ich euch dann verschiedene Suppenrezepte. Für alle meine deutschen Abonnenten kann ich euch nur sagen, diese Rezepte, die könnt ihr dann im Winter ausprobieren, wenn ihr jetzt bei dieser Wärme keine Suppe essen möchtet. Nur damit ihr versteht, wieso ich jetzt auf einmal so mehr Suppenrezepte reinstelle bei dem Wetter. Klar, man denkt ja, Suppe ist ja mit Winter verbunden. Wieso kommen denn jetzt im Sommer Suppenrezepte? Nur damit ihr euch nicht wundert, das ist nur wegen Ramadan. Dann wird hier Ramadanfest gefeiert und da wird dann viel Süßigkeit gemacht. Es wird mit Baklava angefangen, Baklava in verschiedenen Varianten und Sorten und dann türkische Süßspeisen. Eine Woche vor dem Ramadanfest werde ich dann noch Baklava-Rezepte und türkische Süßspeisen-Rezepte hochladen. Ich habe auch vieles vorbereitet. Also ich mache das jetzt bewusst nicht, damit die fasten, keinen Appetit drauf bekommen. Ich sage ja immer wieder, verzichtet bitte während des Fastens auf Süßigkeiten, die mit Zuckersirup vorbereitet werden. Dann kann das ja nicht sein, dass ich dann auf einmal so viele Rezepte reinstelle. Also das ist dann nicht fair. Deswegen mache ich das so, dass ich dann bewusst auf diese Rezepte verzichte und eine Woche vor dem Fest werde ich dann damit anfangen, so dass ihr dann die Gelegenheit habt, für das Fest alles nachzubacken. Wenn es soweit ist und wir Ramadan-Fest feiern, werde ich euch das natürlich auch berichten. Dann werde ich aber in der Türkei sein, weil wir in der Türkei fliegen möchten. Und ich werde euch dann nochmal aus der Türkei berichten, wie Ramadan in der Türkei ist. Wenn man fastet und Ramadan erleben möchte, dann muss man in der Türkei sein. Das ist wirklich ein ganz anderes Erlebnis. Und das würde ich euch dann, wenn ich die Gelegenheit habe, einfach mal übertragen. Also wartet auf die nächsten Rezepte und auf die nächsten Videos. Und es macht mir wirklich eine sehr, sehr große Freude, euch das alles zu erzählen, damit ihr einmal versteht, was das alles miteinander zu tun hat und wieso man sich denn auf diesen Monat so freut, weil das ist wirklich ein sehr heiliger Monat für uns und für alle. Und jeden Abend ist man irgendwo eingeladen oder du hast Besuch und deine Wohnung ist nie leer. Und wenn Ramadan fest ist, dann müssen sich
alle wieder vertragen, die mal irgendwie auseinandergegangen sind oder sich gestritten hatten. Das geht überhaupt nicht, dass man dann irgendwie immer noch Streit hat. Jeder muss sich dann miteinander vertragen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Und wenn Ramadan fest ist, dann gehen die Kinder natürlich auch überall zu den Nachbarn, zu den Verwandten. Das ist ja eigentlich eher ein Fest für die Kinder, würde ich sagen. Die Kinder bekommen neue Klamotten, sind sehr schick angezogen und haben dann eine Tasche, die Mädchen. Die Jungs haben dann so einen Beutel, weil überall, wo sie hingehen, bekommen sie Naschen oder Geld. Und Ramadan-Fest werde ich euch auf alle Fälle aus der Türkei berichten und einiges zeigen. Wir waren ja im Dezember in Istanbul und ich habe euch hier einige Videos aus Istanbul hochgeladen. Diesmal möchte ich euch dann einige Videos hochladen, da wo ich wohne. Ich werde euch dann zeigen, wie das bei uns da aussieht. Das ist in der Nähe von Akçay, Altınoluk und Ayvalık. Genau in der Mitte sind wir. Also wir sind direkt am Meer und weit und breit sieht man nur Olivenbäume und das ist ein Olivengebiet. Also da findet man grüne Oliven, schwarze Oliven, Olivenöl. Also das ist sehr, sehr bekannt mit dem Olivenöl und ich esse das sehr, sehr gerne. Ich koche ja nur mit Olivenöl und es gibt verschiedene Obst- und Gemüsesorten. Also wirklich verschiedene Obstsorten, die ich nicht woanders gesehen habe. Und Gemüsesorten, die gibt es nur bei uns. Das ist kein Touristengebiet. Auf der einen Seite hat man das Meer, Strand, sehr modern. Und auf der anderen Seite hat man Felder, wo man frische Tomaten kaufen kann, direkt vom Feld gepflückt, frische Auberginen. Und da sind Kühe, wo man frische Milch sich holen kann. Jeden Abend kann man sich Joghurt kaufen, wird alles frisch gemacht, Käse wird frisch gemacht. Das ist pur Natur, kann ich nur sagen. Das alles werde ich euch dann in 2-3 Wochen berichten. Ich hoffe, dass ihr dann so lange euch ein bisschen gedulden könnt, weil ich kann es nicht mehr abwarten. Noch mehr möchte ich nicht erzählen. Ich möchte euch das alles live zeigen. Dann bedanke ich mich nochmal herzlich bei euch, dass ihr mir auch diesmal zugehört habt und sage Tschüss bis zum nächsten Video aus der Türkei.